So Leute, ich mache nochmal ein zweites Video über die KGE, weil ich bei meinem Charlie die jetzt gewechselt habe. Den Fail dazu habt ihr gesehen. Ist jetzt nicht alles so reibungslos gelaufen, weil die günstige, habt ihr ja mitgerichtet, hat nicht gepasst. Bei dem hier habe ich jetzt das Problem gehabt mit dem Schlauch von der Ummantelung. Weil die Version ist M43B19, also vom Kompakt oder vom E46, und beim M44B19 kann man das auch so machen, wie ich es jetzt bei dem gemacht habe. Wir haben jetzt hier einen Adrian seinen schicken Kompakt dastehen und da sieht es wieder komplett anders aus, die KGE. Erstens haben wir hier erstmal den Ding da im Weg, vor allem das Ding da, das ist der Peilstab für euer Öl, der Ölmessstab, so jetzt habe ich es. Und der Schlauch ist nicht da. Ihr seht hier jetzt zwar einen Gardena-Schlauch, weil wir mussten da schon mal improvisieren. Hashtag Gardena. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Dann habt ihr nämlich zwei Versionen von dem M43 Motor. Also das ist jetzt der M43 B16 und der B18 ist dann dasselbe in grün. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los, weil sonst werden wir heute nicht fertig. So, bei mir war das jetzt auf der Seite viel schöner hinzukommen. Ich sehe es jetzt schon kommen, wie das alles scheiße ist. Was ich BMW da wieder gedacht hat, oh Mann ey. Wie willst du denn da bitte hinkommen? Da hinten komme ich mit der Radschin an die Schraube. Oh Gott. Die KG ist bestimmt noch die erste. Das gehe ich jetzt mal davon aus, wenn wir das jetzt gleich geschaut haben. Wir müssen jetzt trotzdem mal einen Imbus holen, weil ich komme da mit der Radschin nicht hin. Das ist jetzt echt voll für den Arsch eigentlich. So, Imbus. Haben wir schon mal gekürzt für irgendwas anderes. Ich glaube, das war beim Golf irgendwas, oder? Nee, das war bei dem Auto nach Quellen. Ah, genau. Ja, da komme ich jetzt mit der Ratsche, wie gesagt, nicht hin. Ah, ich sollte mal auch aufmachen, nicht zu. Ja, solange das Deutsche Reich besteht, würde ich Schraube rechts gehen, gell? Zu. Ah. Links auf. Ja, schau, Alter, ist die fest hier vorne. Das geht mir aber jetzt am Sack. Ja, ich habe gerade mal hier so dran gerissen. So kann man es auch machen. Aber die Schraube da unten dreht sich keinen Millimeter. Deswegen habe ich auch schon... Boah, leck mich doch am Arsch. Deswegen habe ich auch schon im anderen Video gesagt, es gibt Dinge am Auto, die habe ich gar keinen Bock zu machen. Aha. Bring mal Zange gleich mit. Zange! So Leute, jetzt weiß ich, warum die Scheiße nicht aufgeht. Das Ding hat sich jetzt hier in dem Plastik mitgedreht, hier, und das habe ich bei mir im Video, im anderen Video halt, meine ich jetzt natürlich, erwähnt, dass man das Ding dann anbomben soll wie Sau, weil da innen nur die kleinen Schrauben drin, die Messing-Einsätze drin sind. Die Messing-Einsätze sind hier, keine, deswegen geht es nicht auf, so. Ich mache den jetzt mal schnell raus, weil das muss ich jetzt nicht erklären. Aufschrauben, halt mit der Zange hier festhalten. Und dann melde ich mich wieder, wenn wir hier die Scheiße sauber machen. Ja, wie ihr mitbekommen habt, ich habe jetzt gerade einen kleinen Eskalationsanfall gehabt, weil die Schraube hier nicht raus wollte, aber haben wir ja gerade geregelt. Ich lasse die jetzt so drin stecken. Die geht nicht ganz hier vorbei, vor dem Anschluss vom Kühlwasser, weil die Ansaugbrücke ist ja mit, ja, gekühlt. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier unten drin, ja, man sieht es schon, da hinten ist die Schraube, die man, beziehungsweise die Schlauchstelle. Wir machen die jetzt nicht auf, wir lassen die jetzt so drin. Ich mache jetzt die Dichtflächen sauber, dann machen wir die neue KGE drauf und dann ist das schon wieder fertig, das Zeug. So, dann nehmen wir jetzt mal den Bremsenreiniger. Bevor jetzt wieder welche schimpfen, oh, du schüttest den ganzen Bremsreiniger hier in den Ansaugtrakt rein. Nee, mache ich nicht. Das verdunstet eh innerhalb von ein paar Sekunden wieder.
Ich wische jetzt eigentlich bloß die Ölreste da weg, wo hier drauf sind. Und mache die Flächen sauber. Wie bei mir schon. Ja, gell. So, der Schlauch an sich ist ja jetzt, ja, ein Gardena-Schlauch, habe ich ja schon gesehen. Der ist hier hinten eingehängt bei dem M43, der ist eigentlich, ja, den kann man nämlich hier abstecken. Das ist das Schöne, stecken wir gleich wieder drauf und hier ist er eigentlich auch noch drauf gesteckt. So, das Ding hier liegt jetzt weg. Jetzt haben wir das Problem, das heißt Problem, wir machen jetzt hier die Isolierung auf. Dazu regelt das Cuttermesser. So, hier ist die KG, die neue, so muss die ausschauen. Das ist der Schlauch, der neue. Der kommt jetzt, wie gesagt, hier hinten hin. Mal schauen, wie rum, so rum. Das gehört jetzt hier drauf. Das wird jetzt da hinten unten eingehängt. Man sieht es hoffentlich. Wenn nicht, man sieht es dann, wenn man vor Ort bei seinem Auto das selber wechselt. Hier wird die Spange dann so drauf geschoben. Auf so eine Metallschiene. Das rastet jetzt dann ein. So. Und jetzt muss der ganze Spaß da drauf. Dazu nehme ich jetzt wegen Flutschi-Wasser. Bitte nimm kein WD-40. Und dann den Schlauch. Das verdunstet es dann schon. Und dann muss man den Spaß da drauf drauf pressen. So, die KGE, die kann man da auch schon drauf pressen. Da brauche ich keinen Flutschi, weil da habe ich sie vorhin schon mal probeweise drauf gesteckt. Es geht nur darum, dass ihr das da drüber kriegen. Wenn ihr das nicht drüber kriegt, könnt ihr auch ohne Flutschi machen. So, und jetzt wird der ganze Spaß hier wieder festgeschraubt. Es wird jetzt ein wenig lustig. Lustig, tralalala. Och, geht ja noch scheußlicher ran als ab. Also sowas tausche ich nicht nochmal, das könnt ihr vergessen. Also, du kriegst ja die Motten bei so einem Scheiß da. Ach so, wenn ihr den Ölpeilstab hier abschraubt, zieht ihn bitte nicht nach oben raus. Dann habt ihr nämlich auch ein Problem. So, musste jetzt gerade mal pausieren, weil die Schraube da hinten wollte nicht fehlen, so wie ich wollte. Nein, jetzt ist die abgehaut. Alter, wo ist die jetzt hin? Die Schrauben, die wollten jetzt nicht ganz so, weil so passgenau ist die dann auch wieder, ne, die zweite. Aber ich hab's hinbekommen, dass sie passt. Man muss bloß die so draufsetzen, dass die Schrauben fehlen und dann kann man sie festziehen. Bei mir wollte das so nicht, so wie ich es jetzt hier probiere. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. Jetzt mache ich erstmal die Schraube hier fest, da wo man so blöd hinkommt. Ich glaube, ich mache die wieder ab. Ja. So, jetzt auch festschrauben. So, jetzt mache ich erstmal die andere fest, bevor ich die komplett voll rammel. Weil sonst kann es passieren, dass ich da vielleicht Probleme habe, die festzuziehen. Da kommt man da sehr bescheiden nach. Könnt ihr euch sowieso nicht ins Detail da unten rein filmen, außer ich habe die GoPro reingelegt. Aber ja, jeder sollte vielleicht ein bisschen Grips im Hirn haben, um das dann doch irgendwie hinzubekommen. So, löse ich Schraub auf. Nee, eigentlich nicht. Weil die gerade schon wieder abgegangen ist. Meine Güte, ey. Ich hab die KGE immer schon gehasst. So, ein Klump braucht keine Sau, Mann. So. Letzte Schraube, dann sind wir fertig und bombt die jetzt ja nicht mehr so an, Leute, wenn ihr das macht. Weil sonst habt ihr wieder die Messingbuchse in der Hand. Ja. 10er Schraube, das machen wir gleich. Festmachen.
ist auch nicht so fest, das ist nur Aluguss. So, den Schlauch drin wieder. Ich ziehe noch mal wegen über. Das geht schon drüber. Das muss ich erst den geben, der ist noch ein wenig widerspenstig, die Drecksau. Geht's drauf? Ah. Ich nehme wegen Flutschi. Habe ich extra dahingestellt. Ups. Ja, wieder Motor sauber. Nur Wasser. Ist drauf? Fast. Ja, ist drauf, oder? Drauf. So, der ist drauf. Der ist drauf. Schrauben sind festgezogen. Die Schraube ist festgezogen. Dichtflächen habe ich sauber gemacht. Jetzt bin ich die Nerven am Ende. Und der Einbau ist auch fertig. So. So, Leute. Das war jetzt ein bisschen eine Eskalationsrunde. Ich habe da jetzt echt ein bisschen mehr geflucht als bei mir. Weil erstens, Schraube fest. So bombt man die nicht fest. Beziehungsweise, wo ist denn die KGE? Ich wollte mal schauen, wie alt die ist. Wo ist denn die? Ach, die habe ich weggeschmissen. Stehen drauf. Baujahr 94. Das ist noch die erste. Leute, das ist noch die erste. Und so sieht die auch aus. So sollte keine KGE ausschauen. Dieser Schlauch wurde schon mal von uns gewechselt an einem Sonntagnachmittag. Da hat man nämlich das Problem, da hat das Ding das Stottern angefangen. Dann haben wir ja den Schlauch tauschen müssen, weil der aufgerissen war. Das merkt man dann so, wenn der so kautschukartig wird. Was? Ach so, Matter ist was. Ja. Okay. Aber der war eh Kaugummi. Ja, stimmt, das ist was so, das ist so Kaugummi. KGE habe ich eigentlich schon erwähnt, was eine KGE bedeutet. Im Endeffekt, die KGE ist dafür da. Ihr habt unten im Kurbelgehäuse Blow-by-Gase oder so ein, wie sagt man, Fremdgase drin, die auch durch den Kolbenhub entstehen und die müssen ja irgendwo hin. Und aus dem Grund wird es dann hoch wieder verarbeitet. Die KGE bzw. das Ventil lässt dann die überschüssigen Gase wieder frei. Und durch die KGE wird auch ein kleiner Anteil Öl wieder nach oben gepumpt. Jetzt keine Unmengen, aber ein bisschen, weil das sieht man ja, wenn die dann so verschmandet ausschaut. Und ja, das war jetzt eigentlich dem Sinne nochmal die Erklärung für die KGE. Wenn ihr jetzt nochmal genauer wissen wollt, was der KGE für eine Funktion hat. Es gibt in Wikipedia auch Anleitungen zum Durchlesen. Da könnt ihr euch das nochmal genauer durchlesen. Da stehen auch die ganzen Fachbegriffe drin. Weil ich bin jetzt nicht in dem Sinne ein Fachmann, der wo euch das jetzt ins Genauere erklärt. Jo, wie gesagt, es gibt zwei Versionen vom M43. Ihr habt jetzt zwei Versionen gesehen von der KGE. Ich denke, das war es jetzt erstmal für das Thema. Bei mir werden noch die Unterdruckschläuche kommen, das habe ich euch schon erwähnt. Und ja, es waren jetzt ein paar nervige Minuten, das Ganze zu wechseln, weil die Schrauben erstens nicht aufgingen. Und ihr habt es gesehen. In dem Sinne, Leute, wenn das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Beziehungsweise für mehr Anregungen könnt ihr gerne in den Kommentaren euch jetzt auslassen. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut und Servus, bis die Tage, ciao.